aktive Direkthilfe präsentiert, Mabala Schule und Landwirtschaftsprojekt Kongo 2019. Im März verbrachte Wolfgang einen Monat im Kongo und führte mehrere erfolgreiche Gespräche mit unseren ADH-Kongo-Mitgliedern und unserer Partnerorganisation BBK in Kinshasa. Besprochen wurden die nächsten Schritte unserer Schule in Mabala, das landwirtschaftliche Projekt in den umliegenden Dörfern sowie die Schulen in Mushapo und Chikapa. Als Wolfgang am Flughafen in Nioki ankam, empfingen und begrüßten ihn der Bürgermeister von Nioki, Herr Mario, Mama Annie, unser örtlicher Manager, BBK-Mitglieder aus Kinshasa und Nioki, sowie Lehrer und Schüler unserer Schule. Die lebendige Musik, die Lieder und ein großes Banner waren ihre Art, ihre Würdigung für diese neue Schule auszudrücken. Besonders berührt war er von dem herzlichen Geschenk der Schüler, einem künstlichen Bonsai-Baum. Auf dem Schulgelände präsentierten 290 Schüler, 11 Lehrer und Schulleiter Philemon schöne Lieder, Gedichte und Zeilen, die die Schüler auf Französisch und Englisch gelernt hatten. Écoutez plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend. Entend la voix de l'eau. Écoutez dans les vents. Thank you, and you. I am okay. Where do you come from? I come from Mabala, and you? I come from Nioki. Where are you going now? I'm going to Itavuadash, Mabala. What are you doing there? Sorry, there we are learning a lot for preparing how life comes. Come, Mabala, and Nioki people to start feeling at Itavuadash, Mabala, for receiving the formation of higher quality. Okay. Thank you. Mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Nach ihrer Präsentation richtete Wolfgang einige ermutigende Worte an die Schüler und schloss mit einem Gebet, das sie sehr schätzten. Anschließend übergab er ihnen auch jeweils ein kleines Poster mit einem Text über Gottes Liebe auf der Rückseite. Unsere Agro-Veterinärschule ITAF ADH Mabala ist offiziell als staatliche Schule registriert. Wie bei solchen Schulen im Kongo üblich, zahlt die Regierung nichts, um die Schule oder die Lehrer zu unterstützen. Es kann viele Jahre dauern, bis sie anfangen, etwas zu bezahlen. Bis dahin müssen wir Steuern für die Gehälter bezahlen, die die Lehrer von BBK und ADH bekommen. Beim Besuch der neuen Klassenzimmer war er erfreut, die glücklichen Kinder zu sehen. Die Computer und Drucker hatte unsere Partnerorganisation BBK aus Kinshasa mitgebracht. Strom für die Ausrüstung kommt von einem kleinen Generator, der außerhalb des Gebäudes aufgestellt ist. Die Holzkonstruktion des Daches muss noch innen gestrichen werden, um sie vor Termiten zu schützen. Besonders begeistert waren die Schüler über die von einem lieben Freund in Deutschland gespendeten Fußbälle und Trikots. Agronom und Schulleiter Philemon bringt den Schülern bei, wie man kleine Palmensämlinge züchtet. Diese schwarze Erde ist ein natürlicher Dünger aus Holzkohlepulver. Auch der Anbau anderer Pflanzen und Gemüse steht im Lehrprogramm. Als Grenze unseres Landgrundstücks entlang der Straße haben wir 3 Reihen Akazienbäume gepflanzt.
für einen Besuch bei den extrem armen Bauern in den umliegenden Dörfern, denen wir Maissamen gegeben hatten, organisierte der Bürgermeister von Gnocchi, Herr Mario, ein lokales Motorboot im Hafen von Gnocchi. Auf dem Markt im Hafen verkaufen sie alle Arten von Lebensmitteln und frischem Fisch. Wir fuhren mit diesem Boot 8 Kilometer auf dem Fimi-Fluss von Gnocchi nach Isaka. Um den Bauern in der Kutu-Region zu helfen, haben wir ihnen vor 2 Jahren 500 Kilo Maissamen gegeben. Es dauerte lange, bis dieses Mais-Multiplikationsprojekt Fuß fasste. Der Grund liegt in den fehlenden Möglichkeiten der Bauern, die Produkte nach der Ernte zu verkaufen. Gilbert erklärte es so: Wenn ein Bauer beispielsweise 10 Maissäcke in Kinshasa verkaufen möchte, muss er zuerst einen Weg finden, diese Säcke über eine lange Strecke vom Busch zum Fimi-Fluss zu transportieren, was sehr schwierig ist. Wolfgang fuhr 40 Kilometer auf dieser Straße mit dem Motorrad und sah selbst die Armut dieser Bauern und mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben. Wenn es einem von ihnen gelingt, 10 Säcke zum Fluss zu bringen, muss er 3 Säcke an die örtlichen Steuerbeamten und weitere 3 Säcke an den Bootsbesitzer für den Transport des Mais nach Kinshasa abgeben. Hat er die letzten 4 Säcke in Kinshasa verkauft und kommt nach Hause, bleibt ihm kaum noch etwas übrig. Also beschlossen wir mit BBK, den Bauern den Mais abzukaufen, ihn nach Kinshasa zu verschiffen und dort mit Hilfe ihrer Mitglieder zu verkaufen. All dies steckt immer noch im Pionierstadium und wir werden sehen müssen, wie es funktioniert. Nach der Maisernte wird der Mais getrocknet, dann vom Kolben genommen und in Säcke zu je 100 oder 120 Kilo verpackt. Das Feuer hilft, den Mais zu trocknen und zu räuchern, damit er lange haltbar bleibt. Dann muss er 40 Kilometer auf der Straße nach Isaka transportiert werden, von wo aus er auf dem Fimi-Fluss, dem Kasai-Fluss und dem Kongo-Fluss bis nach Kinshasa verschifft wird. ADH bezahlt Agronom Alain, ein junger, energischer Landwirt, für die Betreuung dieses Projekts. Zudem erhielt er von uns Geld, um die ersten 5 Tonnen Mais einzusammeln, zum Fluss zu bringen und nach Kinshasa zu verschiffen. Dies ist ein vor Ort hergestelltes Schiff, das Waren und Personen transportiert. Es ist so überfüllt, um den Fahrpreis niedrig zu halten. Vielen Dank an alle, die unsere Arbeit unterstützen. Eure Hilfe ist uns sehr willkommen und wir hoffen, euch mit diesem Video einen Gefallen zu bereiten, damit ihr sehen könnt, wo eure Unterstützung eingesetzt wird. Diese kostbaren Kinder und Bauern sind gleichermaßen dankbar für eure Hilfsbereitschaft.